Über die Jahre habe ich viele Fotos aufgenommen, die ich ziemlich cool fand und ich auch immer mal wieder auf Fotovox mitgenommen, um den Prozess dahinter zu zeigen. Aber es gibt eine Sache, über die Fotografen recht selten sprechen, obwohl es, wie ich finde, einer der wichtigsten Parts für die Inspiration ist. Andere Fotografen, die man als Vorbild hat und von deren Stil man sich inspirieren lässt. In meiner Entwicklung gab es super viele Leute, zu denen ich aufgeschaut habe und die ich als Vorbild gehabt habe. Mein Ansatz ist dabei jetzt nicht, irgendwas 1:1 einfach zu kopieren, sondern einfach mir anzuschauen, was ein anderer macht und dann einfach mir rauszupicken, was mir davon besonders gut gefällt. Und das idealerweise bei ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten zu machen, um dann von da was zu nehmen, von dort was zu nehmen und das in meiner Fotografie dann einfach zu einem großen Mischmasch zu vermischen, der mein eigener Stil wird. Deshalb schauen wir uns ein paar Leute an, die mich im Lauf der Zeit beeinflusst haben und die ich so ein bisschen als Inspiration und Vorbilder sehe. Historisch gesehen ist Peter wahrscheinlich der wichtigste Fotograf für mich, einfach weil ich von ihm so gut wie alle Grundlagen zur Fotografie gelernt habe. Wir unterscheiden uns zwar so ein bisschen von Stil und Motiven, also Peter ist zum Beispiel viel mehr in der Landschafts- oder Produktfotografie unterwegs, oftmals auch in kontrollierter Umgebung, was ja nicht unbedingt so meine Art der Fotografie ist. Aber gerade so 2018 rum hat er halt super viele Basic-Fotografie-Tutorials gemacht und 2018 war so die Zeit, wo ich mich intensiver angefangen habe, mit Fotografieren zu beschäftigen. Von daher war das zu dem Zeitpunkt eine gute Überschneidung und ich habe super viel von ihm gelernt. Evan ist auch jemand, der mich eher historisch beeinflusst hat, weil ich bei ihm zum ersten Mal so wirklich das Thema Streetfotografie mitbekommen habe und so ein bisschen tiefer damit in Kontakt gekommen bin. Und früher hat er auch super viele Streetfotografie-Fotowalks gemacht. Mittlerweile macht er ziemlich viel anderen Content, weshalb wir uns da auch so ein bisschen auseinanderentwickelt haben und ich sagen würde, ich bin jetzt nicht mehr so wirklich viel von ihm aktuell beeinflusst. Aber eine Sache gibt es und deshalb wollte ich ihn in meiner Liste aufnehmen. Evan war jemand, der seine Fotowalks immer mit Voice-Over nachvertont hat. Und wenn du meine Fotorunden kennst, dann weißt du, dass ich das auch ganz oft mache, dass ich dir irgendwie erzähle, warum ich ein Foto aufgenommen habe, warum ich Sachen so gemacht habe, wie du sie siehst im Video. Und dir halt so ein bisschen erkläre, was in meinem Kopf vorgeht und diesen Blick hinter die Kulissen gebe. Und das ja eher so eine untypische Art von Street-Fotografie-Runde ist, weil die meisten eher so eine POV-Perspektive machen und du 20 Minuten Umgebungsgeräusche hörst, aber nicht so wirklich viele Gedanken vom Fotografen. Und der Punkt, dass du das Ganze mit einem Voice-Over vertonst, halt was ist, das ich mir von Evan abgeschaut habe. Roman ist wahrscheinlich der Fotograf, von dem ich mich momentan am meisten inspirieren lasse. Und auch einfach am meisten Content konsumiere, weil ich finde, er ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Streetfotograf, der einen sehr guten Blick für Licht und Menschen und Motive hat. Ich finde, viele seiner Fotos haben einen sehr atmosphärischen Look und geben dir so ein bisschen das Gefühl, als ob du einfach mit an diesem Ort bist und halt diese Stimmung nacherleben kannst. Und ich bin ehrlich, ich würde gern selber so eindrucksvolle Fotos aufnehmen, dass ich einfach ein Gefühl von Stimmung und Atmosphäre mit meinen Bildern mitvermitteln kann. Aber ehrlicherweise, so gut bin ich darin einfach noch nicht. Aber auch das ist Teil meiner Vorbilder eigentlich. Allen spreche ich zu, in irgendeinem gewissen Aspekt besser zu sein als ich. Einfach weil ich der Meinung bin, dass man als Fotograf ein endloses Entwicklungspotenzial hat. Und es halt immer irgendjemand oder irgendetwas gibt, das man noch von anderen lernen kann. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht man in den Augen anderen ist, weil ich mir einfach bewusst Leute suche, von denen ich mir auch noch was abgucken kann. Außerdem finde ich, macht Roman sehr gute Videos, hat so eine No-Nonsense-Art über Sachen zu reden und sich nicht einfach blind irgendeiner Massenmeinung von Fotografen anzuschließen, sondern ist sehr gut darin, seine eigene Sicht auf Dinge und Meinungen auszudrücken und macht halt nicht einfach nur Videos für die größtmögliche Masse mit denselben abgedroschenen Themen, sondern redet eigentlich fast immer über Sachen, die ich selber interessant und spannend finde und ist daher auf jeden Fall jemand, den ich als Vorbild und als Inspirationsquelle bezeichnen würde. Mike ist ein wahnsinnig guter Autofotograf mit einem Faible für Streetfotografie, oftmals bei Nacht oder Regen und macht halt auch sehr coole Fotos, aber fairerweise nicht auf demselben Level wie einen Roman oder andere Leute, die noch auf meiner Liste kommen. Aber bei ihm mag ich halt vor allen Dingen seine ungezwungene Art, wie er Sachen darstellt. Wenn irgendwas scheiße ist, dann sagt er dir, dass es scheiße ist. Also er hat eine sehr unverblümte Art, die mir eigentlich auch zu eigen ist.
Und dazu kommt, dass er relativ viele verschiedene Genres in der Fotografie abdeckt und so ein bisschen das fotografiert, worauf er gerade Lust hat. Und auch das ist so ein Aspekt, den ich mir zu eigen gemacht habe. So, ja, ich habe auch meine Schwerpunkte, jetzt wahrscheinlich eher so Streetfotografie, aber tendenziell fotografiere ich einfach das, worauf ich Lust habe und will mich jetzt auch nicht zwangsläufig auf eine Nische spezialisieren, dass ich nur Autos oder nur Porträts oder nur Street oder sonst irgendwas fotografiere, sondern auch lieber so ein bisschen ein Allround-Fotograf bin, weil ich das eher aus Spaß und Hobby mache, als wirklich irgendwie mit einem super professionellen Anspruch. Und das ist wahrscheinlich so der Punkt, den ich mir von ihm am ehesten abgeschaut habe. Der nächste auf der Liste ist auch ein Timo, wenn auch ein bisschen anders geschrieben. Und lustigerweise habe ich gedacht, er ist recht klein und unbekannt. Einfach weil er auf YouTube jetzt nicht super viele Abos hat, aber um dir ein paar Bilder zu zeigen, habe ich die Leute auch immer auf Instagram gesucht und festgestellt, dass der Junge auf Insta einfach gigantisch groß und bekannt ist. Aber ich finde, er hat auf jeden Fall auch einen richtig coolen Stil in seinen Fotos. Er ist halt fast nur bei Nacht und Regen unterwegs und halt so ein bisschen geprägt von so einem Cinematic Moody Stil. Und ich finde, der lässt sich in Europa jetzt nicht super gut replizieren, weil du hier einfach nachts nicht genug Licht in den Städten oftmals hast und es auch einfach so ein bisschen an Neonschildern fehlt. Aber wenn du meine Fotos bei Nacht kennst, dann weißt du, dass ich auch dazu tendiere, dass alle so ein bisschen einen bläulichen, kühleren Stil haben, alle so ein bisschen einen Neonlichtstil. Und das ist halt was, das sehr inspiriert von Mike und von Timo ist. Eine neue Entdeckung von mir. Ich habe den selber erst vor ein, zwei Wochen gefunden. Aber einer der Streetfotografen, die ich momentan neben Roman mit am spannendsten und inspirierendsten finde. Ich finde, viele seiner Bilder hinterlassen bei mir halt auch so einen relativ starken Eindruck. Jetzt vielleicht nicht so atmosphärisch wie bei Roman, aber ich kann es nicht genau beschreiben. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob dieses Foto halt trotzdem eine gewisse Seele hat. Und halt ein Gefühl auslöst, das ich nicht so gut in Worte fassen kann, aber das ich sehr, sehr faszinierend finde in seiner Arbeit. Meiner Meinung nach wird sein Insta-Profil dem Ganzen auch gar nicht so wirklich gerecht. Deshalb empfehle ich dir wirklich, schau dir ein paar von seinen Videos an. Der Junge macht echt sehr, sehr coole Sachen. Vor allem, weil viele seiner Fotos halt das haben, was man vielleicht so ein bisschen als den klassischen Street-Fotografie-Look bezeichnen könnte. Einfach so diese richtigen, authentischen Momente auf der Straße. Das Faszinierende bei ihm ist noch, dass er eigentlich noch gar nicht so lange fotografiert, aber einfach so häufig unterwegs ist, dass er in recht kurzer Zeit sehr gute Fotografie-Skills und vor allen Dingen auch ein sehr gutes Auge entwickelt hat. Und für mich ist das neben der Fotografie auch noch ein Vorbild dafür, wie schnell man sich weiterentwickeln kann, wenn man einfach genug Motivation und Ausdauer mitbringt, die Zeit in das Ganze zu investieren und halt einfach wirklich ständig versucht, sich zu verbessern. Und selbstverständlich gibt es neben den Leuten, die ich jetzt auf die Liste gepackt habe, noch super viele andere Leute, die ich inspirierend und spannend finde. Zum Beispiel Joey Allum. Gepaart mit Adrian sind das so die Leute, wo ich die Fotowalks mit am spannendsten finde, weil die neben den klassischen GoPro-POV-Aufnahmen auch noch viele Clips einbinden, die mit der Kamera gefilmt wurden und das dem Ganzen halt einfach einen hochwertigeren, professionelleren Look gibt. Und das ist was ich in meinen eigenen Runden eigentlich auch schon eine ganze Weile einbauen will, einfach mehr Aufnahmen mit der Kamera gefilmt einzubinden. Weil ich finde, das sieht halt professioneller und hochwertiger aus und ist auch für dich wahrscheinlich ein bisschen spannender zum Zuschauen. Fairerweise bin ich beim Fotografieren aber oftmals so sehr aufs Fotografieren halt konzentriert, dass ich einfach vergesse, brauchbare Videoclips aufzunehmen. Aber an der Stelle ist das auch wieder Inspiration, die du bei mir vielleicht früher oder später wiedererkennst. Wirst. Genauso gibt es noch ein paar andere große Namen wie Pierre T. Lambert oder Jason Wong, denen ich zwar auch folge, aber bei denen ich nicht sagen würde, dass sie mich so sehr inspirieren wie jetzt andere Leute auf der Liste, die ich dir davor genannt habe. Oder auch in anderen Fotografiebereichen. Ich folge zum Beispiel auch Morten Hilmer, der einfach richtig krasse Natur- und Tieraufnahmen macht. Oder auch James Popsey oder Courtney Victoria, die sehr unterhaltsame Landschaftsfotografie-Videos machen. Da ich selbst jetzt aber nicht so wirklich in diesen Fotografie-Genres unterwegs bin, würde ich jetzt nicht sagen, dass das stilistisch für mich eine große Inspiration ist, sondern vielmehr eher so ein bisschen Interesse und Bewunderung, was andere Leute in ihren Bereichen halt einfach so
an Sachen machen und teilen. Eine Erwähnung vielleicht noch an meine Freundin, die ich ebenfalls als Fotografie-Inspiration aufnehmen würde. Nicht unbedingt, weil ich jetzt unbedingt ihren Fotostil emulieren will, sondern vielmehr, weil sie in der recht einzigartigen Lage ist, mit mir zur selben Zeit am selben Ort zu sein. Und dann ist es für mich wie so ein zweites Paar Augen, also zum Beispiel das Foto mit dem Banner. Ich weiß, dass ich da auch war und es gesehen habe und aber für nicht sonderlich spannend erachtet habe. Und dann rückblickend, wenn ich das Foto von meiner Freundin sehe, die hat auf jeden Fall was Cooles gefunden und da war definitiv Potenzial in der Location drin, das ich so aber gar nicht wahrgenommen habe und ich deshalb das halt sehr spannend finde, einfach einen zweiten Blickwinkel auf gewisse Sachen zu bekommen. Vielleicht ist dir auch ein sehr offensichtliches Muster aufgefallen. Ja, alle Leute, mit Ausnahme meiner Freundin, die auf dieser Liste waren, haben einen eigenen YouTube-Kanal. Das liegt daran, dass YouTube einfach die einzige Social-Media-Plattform ist, die ich wirklich noch aktiv irgendwie nutze. Wer also nur auf Instagram oder noch extremer nur in irgendwelchen Fotobüchern oder Kunstgalerien zu finden ist, dem folge ich schlichtweg nicht. Und daher kann ich von solchen Leuten auch nicht wirklich inspiriert werden. Genauso ist dir vielleicht aufgefallen, dass alle Leute, denen ich folge, englischsprachig sind. Warum ist niemand Deutsches dabei? Hauptsächlich, weil ich eigentlich nur nach Sachen auf Englisch suche und konsumiere, weil meiner Erfahrung nach einfach englischsprachige Quellen vielfältiger sind und die Qualität ein bisschen höher ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass deutscher Content schlecht ist, aber ich kenne zum Beispiel niemanden, den ich als deutschen Roman Fox bezeichnen würde. Und da ein YouTube-Algorithmus halt irgendwann trainiert ist, hat er bei mir halt einfach gelernt, dass ich englischsprachigen Content bevorzuge. Und deshalb sind auch neue Sachen, die mir vorgeschlagen werden, einfach viel häufiger englischsprachig und sehr selten deutsch. Und wie gesagt, abseits von YouTube konsumiere ich eigentlich so gut wie keinen Fotografie-Content. Das Schöne an der Fotografie ist aber, dass sie als Kunstform ja kein richtig oder falsch kennen. Und das heißt, nur weil ich jetzt irgendeinen Namen ausgelassen hätte, der auf deiner Liste nicht fehlen dürfte, heißt es nicht, dass du oder ich mehr Recht haben, sondern einfach nur, dass wir unterschiedliche Quellen und vielleicht auch einfach Fotografiestile als Inspiration bevorzugen. Also du kannst mich gerne mal wissen lassen, welche der Leute du vielleicht selber schon kanntest und wen du selbst als Vorbild hast. Ansonsten hoffe ich, hat dir das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.